So, herzlich willkommen wieder zurück. So, na mal gucken, ob wir... Gut. Ich kauf mir das. Genug Geld kriege ich ja mal neben Time. Nein, ach. So, mal ducken. Da geht's weiter. Und sind hier reichlich Schätze. Tee. Wir hängen jetzt also Leute auf. So weit ist es mit uns gekommen. Ich mach die Gesetze nicht. Ich wende sie nur an. Aber ich bin nicht nach Rapture gekommen, um Schmuggler dem Henker auszuliefern. Ryan und seine Leute müssen sich entscheiden. Entweder bekommen sie ihre Gesetze oder meine Marke vor die Füße. Was? Die hängen hier schon Leute? Dann hacke ich mir mal den hier gleich. Muss ich ein bisschen schnell sein. So, geht's mal los. So, geschafft. Es findet sich denn hier so schönes. Da gehe ich jetzt lang. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt sich der Kleinen und Schwachen. Denn Kinder an, denn er ist stark. Jesus liebt mich. Verdammtes Ding! Tricksen Sie das Sicherheitssystem aus. Setzen Sie Roboter und Geschütze gegen Ihre Gegner ein. Nein, ich will da nicht rein. Adios, Senor! Adios, Senor!
diese kleine Seeschnecke war das entscheidende Etwas, das all meine verrückten Ideen, die ich seit dem Krieg hatte, zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Sie heilt nicht nur beschädigte Zellen, sie erschafft neues Gewebe. Was die Forschungskamera? Gut. Geben wir dem alten Fies mal was zu tun. Die Fotos, die der Karl haben will, schleunigst hier verschwinden. Wir alle bewegen die große Kette und die große Kette bewegt uns. Meine Güte. Die kapieren das auch nie, ne? Da habe ich ja was. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre. Mach mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. Du meine Güte, da drüben muss ich lang. Ich beinahe vergessen. Vor denen wir einst geflohen sind. Ein paar Hälse in der Schlinge sind ein angemessener Preis für unsere Ideale. Wo muss ich jetzt lang?
ich muss drüben lang. Aber wo dort? Das ist meine größte Frage. Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fünfjahrespläne entronnen zu sein. Das ist der Sünde los! So. Na, wo geht's hier? Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich hab gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im... Meine Frau Moira gibt mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles. Ich fürchte, ich würde mich dafür bestraft, dass ich Patrick und sie hier gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, blöd kann man eigentlich sein. Ja. Danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Kein Problem. War ich doch gerne an meiner Little Sister. Na, ich warte ab, bis du drin bist. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Wieso sagst du Mr. Bubbles? Ich bin nicht Mr. Bubbles. Gut. Kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen.
Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Mit einer Waffe kommt niemand in meine Bude rein. Leg deine Knarren in die Rohrpost, dann fass ich dich rein. Gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat. Und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Atlas! Gehört uns! Uns! Hä? Was war denn das gerade für ein Bug? Entschuldigung, dass ich gerade nicht so reden kann. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert auf das Game. Ist aber nichts drin Interessantes. Ist was nicht drin. Pistolen upgraden.
Windscheiß, du Idiot! Oh Gott. Wir haben es geschafft. Und jetzt sollte es keinen Ärger mehr geben. Wir treffen uns weiter vorne. Ob das eine Falle ist, ist eine andere Frage. Aber gut. Wenn ich auf reinfalle, dann richtig eben. So, Schmuggelversteck. Was war denn das? Nee, nix drin. Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Ach, da lang. Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Die Frage ist nur, können wir ihn trauen? Du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Ja? Ist doch schön. Ah. Ach, so sieht er aus, mein Freund. Oh Gott, weg hier. Du schleichst dich hier rein wie ein Attentäter und versuchst dann dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Oh Gott. Deshalb bist du hier. Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Ach du heilige Neuner. Oh, hier. Mach, dass du rauskommst.
So, damit beende ich erstmal die offene und sage dann bis zum nächsten Mal bei Bioshock.